Willkommen zurück zu Undertale. Im letzten Part, da durften wir gegen, wie hieß das Ding, Metatos, diesen Roboter kämpfen oder Quizshow abspielen. Und jetzt sind wir hier in Hotland unterwegs und ja, ist doch auch schön hier, ne? Und jetzt sollten wir gerade zwei Rätsel lösen und wir kriegen ständig Statusmeldungen von Alphys. Wie auch immer, ich werde es einfach erklären. Ja, dann erklär's. Da klingelt es doch schon wieder. Ich denke, hey! Wegen dem Rätsel links und rechts. Sie sind ein bisschen schwer zu erklären, aber du hast sie bereits gelöst? Fantastisch! Ja, also so schwer war es wohl wirklich nicht. Und jetzt sind wir hier auf dem... Was ist denn das jetzt hier? Dunkel? Klingeling? Hey, es ist ziemlich dunkel da drin, oder? Keine Sorge. Ich hacke mich in das Beleuchtungssystem und schalte das Licht an. Oh, eine Küche. Oh nein. Oh, ja. Willkommen, Freunde, zur ersten Untergrund-Kochshow. Kochen mit dem Killer-Roboter. Reizt eure Öfen vor, denn ihr bekommt heute ein spezielles Rezept geboten. Wir werden zusammen einen Kuchen backen. Mein liebreizender Assistent hier wird die nötigen Zutaten sammeln. Einen großen Applaus bitte. Yeah! Yeah! Wir brauchen Zucker, Milch und Eier. Fang an, Schnucki. Du hast Eier gefunden. Wir haben Milch gefunden. Du hast den Zucker gefunden. Perfekt, toll gemacht, wundervoll. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, um den Kuchen zu backen. Milch, Zucker, Eier. Oh, warte einen kurzen Augenblick. Wie konnte ich das vergessen? Wir brauchen noch die wichtigste Zutat. Eine menschliche Seele. Können wir nicht einfach laufen? Klingeling. Hallo, ich bin eigentlich gerade etwas beschäftigt. Warte eine Sekunde. Könntest du nicht eine Zutat am Rezept austauschen? Austauschen? Du meinst eine andere nicht-menschliche Zutat verwenden? Warum? Was, wenn jemand Veganer ist? Vegan. Nun. Das ist eine brillante Idee, Alphys. Es ergab sich tatsächlich eine weitere Option. MTT-Inner geeigneter Menschenseele-Geschmackersatz. Eine Dose davon ist dort hinten auf der Theke. Yeah. Nun. Liebling, warum holst du sie nicht? Ja, komm, wir holen dich doch einfach mal. Besser als uns sie gleich einfach mal auseinanderzunehmen. Nebenbei gesagt, unsere Sendung folgt einem strikten Plan. Wenn du die Dose nicht innerhalb der nächsten Minute holen kannst, halten wir uns wieder an das erste Rezept. Also fangen besser an zu klettern. Oh nein, es ist nicht genug Zeit, um dort hochzuklettern. Glücklicherweise habe ich vielleicht einen Plan. Beim Aufrüsten deines Handys habe ich Funktionen hinzugefügt. Siehst du den großen Knopf, auf dem Jetpack steht? Nein, den haben wir noch nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Pass auf. Hier. Du solltest gerade genug Benzin haben, um die Spitze zu erreichen. Jetzt hoch mit dir. Na, dann hoch mit uns, ne? Jo. Jo, alles klar. Was machst du denn hier? Du sollst mich nicht aufhalten. Ach ja, hier ist ja schon Bildschirmende. Hallo, ich,
Nein! Oh, komm schon! Alter, das ist doch fies! Hört, hört! Siehst du aus, als ob du mich geschlagen hättest. Aber nur, weil du Hilfe von der brillanten Dr. Alphys hattest. Oh, ich hasse es daran zu denken, was ohne sie mit dir passiert wäre. Nun, adios. Oh ja, wegen der Änderung. Hast du noch nie zuvor eine Kochshow gesehen? Ich hatte den Kuchen schon lange vorher gebacken, also vergesst es. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Tolle Arbeit, Team. Nun, egal. Lass uns weitermachen. Ja, wir machen weiter. Und wir können speichern. Wir können speichern, das ist ja schön. Ein ominöses Gebäude ragt aus dieser Distanz hervor. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Ja, das sind wir. Klingeling. Siehst du das Gebäude dort hinten? Es ist der Chor, die Quelle aller Energie des Untergrundes. Er konvertiert Erdwärme in magnetische Elektrizität um. Egal, da müssen wir jedenfalls hin. Im Chor ist ein Aufzug, der dich direkt zu Asgors Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Das ist ja was. Also sind wir jetzt wirklich schon relativ im Late Game? Oder was? Ich weiß es nicht. Bitte wähle eine Etage. Wie vermeiden die 1? Weiches Mark. Level 1. Ich könnte aber auch rechts 1 sagen, oder was? Was ist denn jetzt hier? Achso, das ist rechts 1. Rechts 1, links 1, okay. Links 1, rechts 2. Gehen wir nochmal auf links 1. Weiß nicht, ob es... Oder... Warte, wir gehen auf links. Wir gehen auf rechts 2 einfach mal. Ob wir denn da ein bisschen mehr sehen? Man weiß es nicht. Da ist ein... Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Der hitzköpfige Hitzkopf. Muss ich jetzt wirklich weiter? Das gehen schon wieder so viele Räume da lang ab. Das heißt, wir verwirren vielleicht nochmal in L1. Einfach weil, vielleicht besser. Man weiß nie. Man weiß es wirklich nie. Hier ist ein Speicher. Aha! Wir sind wieder hier. Gut zu wissen. Also hier geht es einfach wirklich nur zurück. Und hier unten war ja noch jemand. Hier war ja dieser andere Dude. Tralala, ich bin der Flussmann. Aber, oder die Flussfrau? Es ist nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Ich finde, warum denn einmal nicht, ne? Worum geht es heute? Snowdin Waterfall? Ach so. Somit kann man wirklich quasi zurück. Das ist ja wirklich was. Auf einmal zu Snowdin, ne? Und dann kommen wir in Snowdin an. Das ist wirklich quasi eine Schnellreisemethode. Einfach nur mal eben in verschiedenen Bereichen. Tralala, Temmidorf, der Raum vor dem dunklen Laternen. Ach so. Kommt doch mal wieder vorbei, tralala. Ja, tatsächlich sind wir dann jetzt hier.
Achso, das war ja der mit den Klopfen. Nee, okay. Damit sind wir wirklich wieder hier in Snowdin. Einmal nochmal zurück. Kann ich vielleicht nochmal bei Sans vorbeischauen jetzt? Man weiß es ja nicht. Das war die Bibliothek. Schließe die Leute da jetzt. Abgeschlossen. Und was war hier jetzt? Kann man da jetzt vielleicht mehr machen? Von innen verschlossen. Nee, okay. Okay, okay. Nee, dann gehen wir wieder zurück. So einfach ist das ja. Aber gut zu wissen, dass wir auch wirklich Möglichkeiten haben, zurückzukommen. Der hat einen Hund. Ja, wir wollen wieder mitfahren. Ja. Wohin geht es denn heute? Nach Hotland. Dreht er einmal um, oder was? Hä? Ah ja. Tralala, Temmidorf. Ah, der Raum von dem dunklen Laternen. Ah ja, aber eigentlich müssen wir da lang, oder nicht? Also, da lang für euch. Ach, wie auch immer. Ach, wir kommen trotzdem immer wieder an. Kommt doch mal wieder vorbei. Tralala. Ja, ja, tralala. Gut, damit wissen wir da in der Hinsicht auch Bescheid. Das heißt, links 1 ist wirklich einmal nur der Weg zurück. Das heißt, dann können wir wirklich auf rechts 2. So, dann. Hier ist wieder so ein Stand. Und jetzt haben wir wieder ein Bild. Abendessen mit einer Freundin. Es ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voll mit Instant-Nudeln. Ja. Und ein Angriff von einem P-Rope. Okay. Ich lade dich ein. Zum Rumhängen ein. Ah, sorry, bin total verschnürt. Sag mal. Er wird. Was? Es tut so, als würde er Feueralarm. Ah, ja, ja. Du pustest auf Pyrope. Seine Flammen werden kleiner. Der Angriff sinkt. Brrr, was ist los? Jo, alles klar. Bomben. Okay. Er kichert durch seine Zähne. Ein bisschen weiter kühlen. Der Angriff sinkt weiter. Ich kann nur. Ich weiß nicht, wie ich diesen Angriff ausweichen soll. Wobei doch, Orange heißt bewegen. Klar. Aber irgendwie kriege ich das nicht so ganz hin, ne? Du drehst den Thermomat auf. Pyrope ist begeistert. Heiß, 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 Alter. So richtig kriegt das wirklich nicht hin. Ich rede noch weiter auf. Es wirkt wirklich sehr zufrieden. Okay, Bomben. Okay, das heißt, ich kann ihn Gnade walten lassen. Yeah. Gut, dann haben wir wieder eine Weggabelung. Nach unten wird es wahrscheinlich nicht sein. Was? Napstock-Look 22 hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Anfrage annehmen. Er scheint schon selbst abgelehnt zu haben. Ah ja. Eine Schnüre liegt am Boden. Mitnehmen. Eine Schürze. Kann ich mich damit... Jetzt habe ich... Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Dann muss ich jetzt... Rüstung ist die alte Schürze. Info. Hat eine Attacke von 10. Konstanter Schaden. Items heilen 4 HP extra. Das heißt, wir können ja wirklich mal die Bratpfanne ausrüsten. Und jetzt kann man den mal nochmal schauen. Guck mal.
2 plus 11. Ich glaube, das andere war vorher was anderes gewesen. Wenn ich jetzt nochmal die Bandana. Ja, tatsächlich habe ich jetzt eine bessere Verteidigung. Das ist ja schon mal sehr gut. Also können wir auch beruhigt weitergehen. Wieder. Hi, ich bin's, Dr. Alphys. Dieses Rätsel hängt von deinem Timing ab. Siehst du die Schalter dort drüben? Du musst sie alle drei innerhalb von 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Wenn du mich anrufst... Hey, siehst du so aus, als hättest du nur 2 Schalter drücken musstest. Ah ja, tatsächlich. Ja, und deine Hilfe, die war relativ unhilfreich. Ich helfe nie wieder bei einem Rätsel. Ja. Ich gehe ins Badezimmer, also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Danke. Bin mir erstmal sicher, du schaffst das Rätsel auch ohne mich. Okay, ich kann quasi nur oben gehen. Gut, hier kann ich dann nach dahin gehen. Und von hier aus kann ich dann... Das ist ja fies. Das ist ja wirklich fies. Warte. Wie muss ich das jetzt anstellen? So schon mal nicht. Okay, wenn ich nochmal rüber gehe. So, dann gehe ich jetzt hier rüber und dann schießt er mich aber automatisch nach da. Nee, das funktioniert so nicht. Das muss ich nochmal nach oben, tatsächlich. Mensch, 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 Mensch. Nee, irgendwie, warte, was ist? Jetzt komme ich hier nämlich nicht mehr zurück. Kommen wir jetzt quasi hier nur noch nach dort? Oder kommen wir jetzt von hier aus nur noch wieder rüber da? Oder halt irgendwas eher damit zusammen? So, das war jetzt natürlich ganz doof. Schon besser. Naja, nicht wirklich, aber. So ist er jetzt so rumgestellt, wenn ich dann jetzt hier. Ah ja. So, Dankeschön. Ich hab's geschafft. Hippie. Eine. Oh mein Gott, wie kann man nur denken, Mew Mew 2 wäre besser als 1? Lol, das ist ein Witz, oder? Ja, der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe knacken könnte und den Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. War das nicht mal eine Mikrowelle? Sieht irgendwie aus, genauso wie eine Mikrowelle. Das ist ein Stück Käse in einem computergesteuerten Lasersafe. Die Laser heben die Ecken des Käses. Was? Haben die Ecken des Käses schmelzen lassen. Er klebt am Teller fest. Ja, ist auch fies, ne? So, wir sind am Speicherpunkt tatsächlich gelandet. Wieder mal eine Ausnahme. Das ist ja wirklich großartig. Und der Part ist auch schon wieder am Ende. Also, wie wird das Ganze weitergehen? Das ist die gute Frage. Und das erfahren wir ein andermal. Also, bis dahin und ciao!